Ja, moin moin YouTube, was geht ab, True Farming Fans? Hier ist wieder euer Andi Müller aka Commander Keule. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit einschaltet und schön, dass ihr wieder bei der Side Story vom Andi Müller reinschneidet. Ja, wir sind hier fast fertig mit dem Grubbern von dem Feld. Danach müssen wir mal gucken, werde ich jetzt hier wirklich einfach nur mit dem Dünger rüberlaufen oder wir würden hier einfach, ölrettig anpflanzen, aber ich glaube, wir werden ersteres tun, mit dem Dünger hier rüberlaufen. Dann glaube ich, müssen wir auch noch einen Anhänger mit unserem Getreide von dem einen Feld abholen, was der Frank abgeerntet hat. Das steht da, glaube ich, alles noch so. Und dann müssen wir einfach mal schauen. Bevor ich hier nachher noch Ärger bekomme, würde ich sagen. Müller? Ja, moin, Andi, ich bin's. Kurt, Bio-Kurt. Kurt, ja. Du, hör mal, eine kleine oder große Wartung? Er fragte mich gerade hier der Werkstattmann. Ich wusste jetzt aber nicht, was ich sagen sollte. Was ist denn der Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Wartung? Eine kleine wird wohl nur zerzappt, eine große wird wohl alles kontrolliert. Ja, hat der Chef nicht gesagt, ne? Ja, deswegen dachte ich, du mich mal wenigstens mal eben melden, nicht, dass es nachher wieder Ärger gibt, so, weißt du? Oh, das ist natürlich, Mensch, ja, da freut er sich bestimmt. Nee, aber hat er nicht, Chef hat doch, glaube ich, hat er nicht gesagt, die sind alle neu, die Maschinen? Dann denke ich mal, wird es eine kleine Wartung tun, oder? Gehe ich auch von aus, aber ich war mir nicht ganz sicher, weil da war ja auch noch das Ding mit der Polizei, dass er da ein Partikelrußfilter da reinbauen soll und so, deswegen. Ja, ich denke, eine kleine würde erstmal reichen. Wenn das falsch ist, geht das auf meine Kappe. Alles klar, dann werde ich das so sagen. Alles klar. Alles klar. Gudi, bis später. Bis später, tschüss. Ich denke mal, eine kleine sollte es eigentlich tun. Hoffentlich. So, jetzt fahren wir erstmal den Anhänger holen. Komm, wir fahren jetzt erstmal den Anhänger holen. Da steht da ja auch noch irgendwo in der Wildnis rum. Das Gespann. Muss ich auch noch eine Schaufel suchen? Der hat das Düngerzeug, glaube ich, da einfach irgendwo auf dem Boden gelagert erstmal, ne? Ach, das wird noch eine schöne Sucherei jetzt hier gleich geben. War das linksrum? Das war, glaube ich, linksrum, ne? So, vorsichtig an der Absperrung wieder vorbei. Dann war das doch, glaube ich, schon hier. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ah, da hinten stehen sie doch schon, die Schätzeleins, oder? Ja, die graue Plane kommt bekannt vor. Na, guck mal. Da stehen sie ja. Wie sieht das hier aus? Ah, es sieht danach aus, als müssen wir das hier mal auf jeden Fall pflügen. So, die gute Sorghumhirse. Aber auch nicht gesagt, was wir damit machen, ne? Soll das verkauft werden? Soll er das behalten?
komm, wir fahren mal beim Landhandel vorbei. Wir fragen ihn mal. Oh, hier steht ein Brenner. Komm. Einmal Gang runter. Gut, so. Der Hirsch aus der Hölle, der muss qualmen, muss er hier. Komm, gib alles, Baby. Schauen wir, ob wir das Sorghum loswerden können. Irgendwer muss es ja haben wollen. Mal gucken, wo ist er denn? Da hinten fährt ein Träger. Hallo, 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 hallo. Guten Tag. Herr Bichler, war das richtig? Richtig. Herr Bichler, Müller, wir kennen uns noch, glaube ich. Ja, wir kennen uns. Ich wollte mal fragen, ich habe da so paar tausende Liter an Sorghumhirse in den Anhänger drin. Ja. Kann ich das bei Ihnen verkaufen? Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja, so, ja, kommt natürlich drauf an, was Sie so preislich ansetzen dafür, ne? Oh, ich guck mal reden, ob ich mal sehe, was das heute der Tagespreis ist. Und Hirse, sagt ey. Ja, Sorg um Hirse haben wir. Ja. $450 die 1000 Liter. Ja, ist das also erfahrungsmäßig gut oder schlecht? Das ist so der Mittelmaß von dem, was jetzt zurzeit der Höchstbietende hat. Und der Niedrigstbietende. Ah, okay. So eigentlich ist das Tendell echt, ja, ist ein guter Preis. Ja, ich weiß nicht, wollen wir auf eine Waage? Wollen Sie selber wiegen oder wie machen wir das? Ja, ich guck mal eben. Gut. Oh, schönes Gerät, du. Ja, ja. Der Chef lässt sich da nicht lumpen. Er hat wohl tief in die Tasche gegriffen dafür. Alles muss neu, groß, größer am größten. Oh, schön, schön. Ich fahr mal hier vorne auf die Waage. Jo, machen Sie mal. Bin ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. 12.400 Liter waren es ungefähr, glaube ich.
Ja, das ist aber auch schön hier, ne? Gabelstapler. Ja. Was ist das denn eigentlich für eine? Nandini. Mensch, der sieht fast aus wie Fendt, Junge. Auch nicht schlecht. Herr Müller. Ja, Herr Bichler. So, ich habe dabei durchgerechnet. Ja. Das wären jetzt 5.625 Euro. Ja, dann machen wir das doch. Super, soll ich Ihnen das direkt mitgeben? Ja, geben Sie das mal direkt mit. Ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen, ne? Ja, auf jeden Fall. Chef hat zwar nichts davon erzählt, dass ich verkaufen soll, aber ich denke, er hat nichts dagegen. Aber haben wir auch schönen großen Hof, ne? Also ich habe hier eigentlich fast bald, also wenn ich jetzt die Produktion bekomme, die ich noch bestellen und lagern, dann habe ich schon wieder zu wenig Platz. Ui. Was wird's denn für eine Produktion? So, Geld bislang haben müsste ich hier. So. Dankeschön. Ja, nimm mal eben mit. Aufgerundet, ne? Ah, oh, vielen Dank. Muss ich nicht nachzählen, glaube ich, oder? Nö. Ja, glaube ich auch nicht. Wieso, was wird denn das für eine Produktion? Kalkproduktion brauche ich noch. Kalk? Ich will das selber herstellen. Okay. Für die Gemeinde ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Auch nicht schlecht, ja. Warum eigentlich nicht? Was brauchen sie denn dafür? Kann man sie damit irgendwas beliefern? Oder? Mit Kalk brauche ich eigentlich nicht viel. Aber was wir zum Beispiel, was ich dringend brauche, wäre Gerste. Gerste? Oh, ja. Ich glaube, da hat der Chef nichts angepflanzt diese Saison. Ah, okay. Aber das kann ich mal anmerken, wenn er jetzt in seine Feldplanung geht, ob er da nicht mal ein bisschen Gerste mit einplant. Ja, also Gerste bräuchte ich auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig. Und ich werde das mal anmerken. Den Rest bin ich noch selbst am Durchgucken. Sonst hat das der immer Chef gemacht, aber der ist von seiner Baumarkttour nicht wiedergekommen. Wie, der, was? Ja, der ist zum Baumarkt, wollte irgendwie Zäune besorgen oder so. Ja, und seitdem habe ich nicht mehr gesehen. Also mir kommt das vor, so wie sein Vater verlässt die Familie zum Zigarettenholen. Hoppala. Das ist natürlich nicht schön. Ich hoffe, dem ist nicht zugestoßen. Ich hoffe auch nicht, aber ich erreiche ihn noch nicht. Also... Deswegen, ich werde jetzt mal gucken. Ich habe schon mehreren Leuten Bescheid gesagt, wenn sie ihn finden, sollen sie ihn nicht zum Landhandel schicken. ja, gut, ich muss mal gucken. Aber ich muss mich halt jetzt erstmal durch die ganzen Papiere. Der hat ein paar. Also, der hat einen Karton genommen und schmeißt da seine Rechnung und Papiere rein. Also, Ordnung überhaupt nicht vorhanden, sagen sie. Gar nicht. Null. Das Einzige, was ich auf dem PC gefunden habe, sind Pornos. Oh. Ja, ist traurig. Aber nein, kleiner Schmutzfing, ja? Ich durfte den Herrn ja leider nie kennenlernen, glaube ich. Nee, den habe ich nicht kennengelernt. Josef hat sich nicht kennengelernt. Schade eigentlich. Ich hoffe, das mache ich noch. Ich hoffe, der kommt bald wieder. Ich hoffe es auch, weil, sonst muss ich erstmal hier grundlegend umdenken, weil das muss hier ein bisschen anders laufen. Ja, das glaube ich Ihnen. Glaube ich Ihnen gerne. Wo soll ich denn das abschütten oder schütten Sie selber ab? Könntest du das auch abschütten? Da vorne ist das Lager geradeaus, da wo das Fenster steht. Moin. Mahlzeit. Links, da kann man das abkippen. Alles klar, dann würde ich nur noch abladen und dann bin ich auch schon wieder weg. Super. Alles klar, Herr Bichler, dann schönen Tag noch. Ja, wir hören natürlich Mal. Auch und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ja, so. Ach, da hier einfach in Silo rein. Machen wir das natürlich auch, ne? Dann machen wir das natürlich auch. So, einmal hier hin. Das ist aber auch echt schmal begrenzt hier, das Ding, ne?
So. Das ist aber flott zu Fuß unterwegs, da. Wo ist denn der Herr Bichler hin? Der füllt mal fix meine Düngeladung voll und dann ist er gleich wieder da, oder so. Oh, okay, dann warte ich mal. Also kann sich nur um Stunden handeln. Dann warte ich mal kurz auf ihn. Ja, das ist gut. Ich glaube, ihr Telefon klingelt. Nö, nee, meinst du das nicht? So. Muss er selber mal gucken. Ich will hier jetzt auch nichts kaputt machen. Nicht, dass ich anecke oder so. Ja, er scheint am Telefon zu sein. Ja, der steht und telefoniert. Da warten wir einen Augenblick, bis er fertig ist mit Telefonieren. Dann soll er hier mal selber gucken. Möchte hier keine Macken in den Anhänger machen. Wo ist er denn hin? Jo. Herr Bichler, können Sie mal gucken da mit dem Anhänger, ob das auch wirklich passt? Ich will da nicht irgendwelche Macken irgendwo reinmachen oder so. Ja, natürlich. Natürlich. Zum Abkippen. Kriegen wir hin. Boah, sieht aber gut aus noch. Ja, probieren Sie mal aus. Setzen Sie sich mal rein und schauen Sie mal. Das Lager will das nicht. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr in dem Lager dafür. Soll ich sie irgendwo anders hinkippen? Oder suchen Sie es am besten selber aus, wo es dann hin soll? Ja, ich kipp das mal eben aus. Ja, alles klar. Lager voll. Okay. Das ist aber auch ein schöner Fendt hier. Junge, 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 Junge. Ja, würde ja schon leicht neidisch, ne? Hat er gesagt, der kommt vom Lohnunternehmen? Wir haben da schöne Traktoren. Schön. So. Ja nu? Fährt er jetzt bis nach Polen rüber oder was? Bleibt er denn? Angemessen Platz erstmal finden wahrscheinlich. Ah, da kommt er doch. Vorsicht!
Moment, ich muss nochmal hier hinten hin, weil da oben ist das zu dreckig. Ich habe gerade im System geguckt, dass da doch noch ein Lager frei war. Ja, hervorragend. Weil ich habe ja nur so viel Lager, also so, das sind ja so Fächer da drin. Ja. Und ich dachte erst, wenn alle voll, aber passt. Michla Landhandel schön. Herr Müller? Ja, bitte. Ich habe einmal Telefon für Sie. Was denn für ein Telefon? Ja, ich reiche das mal durch. Hier. Ja, geben Sie mal her. Müller, wer ist denn da? Ja, moin, Bio-Kurt hier, moin. Ich habe mich verwählt, aber Gott sei Dank hatte der Herr Bichler, Gott sei Dank warst du da in der Nähe. Ich bin hier immer noch bei der Wartung. Wir sind jetzt beim Luftdruck angekommen. Was für ein Luft, wie viel Luftdruck habt ihr denn immer auf die Reifen drauf? Also weiß der Maschinenhändler nicht, wie viel Luftdruck drauf kommt auf so einen Reifen? Ja doch, das weiß er, aber dann wäre es komplett voll. Aber er wusste jetzt nicht, ob Martin da für die Felder und so einen extra Luftdruck irgendwie was auf die Reifen hatte. Ja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie Chef damit umgeht. Ich versuche nur alles richtig zu machen, damit es nicht wieder Ärger gibt, deswegen. Ja, ich bin auch noch komplett neu hier, Kurt. Ja, ich auch, aber ja, ich dachte, du wüsstest das. Ne, gut, hat er mir noch nichts gesagt. Andi, wir hören uns. Jo, mach's gut. Verrückt, warum ruft er denn Sie an? Ja, weiß hier ich ist nicht. Ihr Telefon. Herr Bichler, ich bin dann jetzt weg, ne? Ja, schöne Fahrt. Bis dann, tschüss. Verrückte Welt. So. Einfach verrückte Welt. Da verwählt er sich und hat auch noch Glück, dass ich hier in der Nähe stehe. Na gut. Ja, 5.700 haben wir jetzt, glaube ich, gekriegt von ihm. Für das Sorghumhirse ist, glaube ich, ein ganz anständiger Preis. Und darüber hinaus, ja, doch, finde ich, ist ein guter Preis. 5.700. Mal gucken, ob Chef damit einverstanden ist. Er muss ja auch die Wartung bezahlen. Wir sind das Zeug losgeworden. Ich denke nicht, dass er das irgendwie behalten wollte. Ich hoffe es zumindest nicht. Weil ansonsten habe ich wirklich ein großes Problem. Und der ist mit der Wartung immer noch nicht durch da unten. Katastrophe, wie lange dauert denn das? Eine kleine Wartung, hatte ich aber gesagt, glaube ich. Ah, okay. Er wird schon alles seine Richtigkeit haben. Mit dem Luftdruck, das hat der Chef mir auch noch nicht gesagt. Ich habe bisher immer nur Traktoren bekommen, die waren fertig und dann hieß es hier Arbeitseinsatz, das und das und tschüss, Abfahrt. Das ist der Vorteil für einen Aushilfsjobber, ne? Das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich so einen richtigen festen Job hier habe in der Landwirtschaft bei ihm. Das andere war ja immer nur so auf Aushilfsbasis. Erntehelfer und solche Geschichten. Naja, mal gucken. Ich hoffe, ich habe da jetzt einiges richtig gemacht. Nicht, dass es da Ärger gibt, wenn Chef wieder in der Haus ist. Aber meine lieben Freunde, wir werden es wissen, wir werden sehen in den kommenden Folgen. Das war euer Andi Müller, Side Story TF2, Jungs und Mädels, checkt die anderen Side-Stories alle aus, ist sehr, sehr viel interessantes Zeug dabei und man sieht auch mal alle anderen Perspektiven, was da so alles im Hintergrund noch passiert und ja, ansonsten natürlich auch bei Tino und Freezy reinschauen, passiert auch immer mega viel, mega geiles Projekt auf jeden Fall, ich feiere es immer noch hardcore. Lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da, lasst ein paar Kommentare da, Jungs und Mädels, und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Andi Müller, True Farming. Ich sage Tschüss mit Öl, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Keule.